Hallo und willkommen bei Bildner TV. Die Bundesregierung, also der Bund, stellt uns endlich eine Möglichkeit zur Verfügung, mit der wir online unsere Behördengänge erledigen können und uns auch da legitimieren können, sprich ausweisen. Das Ganze nennt sich Bund-ID oder Nutzerkonto Bund und damit könnt ihr dann in Zukunft viele Behördengänge auch online erledigen. Im Moment betrifft es hauptsächlich die Studenten, aber die Zahl der angebundenen Behörden wächst und wächst. Und das nehmen wir als Anlass, euch das Ganze mal hier in dem Video zu präsentieren. Hallo, ich bin der Andi und mich freut es, dass ihr wieder bei uns reinschaut, hier bei Bildner TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ja, und aus dem digitalen Leben möchte ich euch heute eine Möglichkeit vorstellen, wie ihr euch bei Online-Behördengängen in Zukunft legitimieren könnt, sprich ausweisen könnt. Dafür stellt euch der Bund ja auch eine neue Möglichkeit zur Verfügung, nämlich die Bund-ID. Ein etwas veralteter Name dafür ist auch das Nutzerkonto Bund, meint beides dasselbe. Und damit könnt ihr euch online ausweisen und bei Behörden eben entsprechend eure Anträge einreichen, so dass ihr das nicht mehr vor Ort machen müsst oder Papierkram hin und her schicken müsst, sondern das Ganze schön gemütlich allein zu Hause vom Computer aus oder vom Tablet aus erledigen könnt. Allerdings, ihr müsst euch diese Bund-ID einmal einrichten und da gibt es mehrere Möglichkeiten und ich zeige euch heute in diesem Video eine Möglichkeit und in dem zweiten Video die zweite Möglichkeit. Ja, und erstmal, wo findet man das Ganze? Und zwar, ihr gebt einfach die Adresse id.bund.de ein. Hier links oben jetzt im Eck bei mir zu sehen. Das ist die Adresse id.bund.de. Und ja, so schaut die Webseite aus. Und wenn ihr bereits eine Bund-ID habt, könnt ihr euch hier anmelden. Allerdings ist es normalerweise gar nicht nötig, denn wenn ihr auf die Webseite einer entsprechenden Behörde geht und dort einen Antrag stellt, dann kommt bei der Verifizierung eurer Person sowieso dann die Möglichkeit, wenn die Behörde das anbietet, dass ihr euch mit eurer Bund-ID dann da ausweisen könnt. Das funktioniert natürlich noch nicht bei allen Behörden. Das kommt jetzt erst so nach und nach. Und ihr wisst ja, die Mühlen mahlen langsam. Vor allem betrifft es jetzt im Moment noch die Studierenden, denn ja, sehr viel bei BAföG wird über die Bund-ID geregelt oder jetzt zum Beispiel auch ganz aktuell diese Einmalzahlung für die Energiepreispauschale von 200 Euro für Studierende, auch die wird über die Bund-ID legitimiert. Aber es kommen immer mehr Behörden dazu und nicht nur auf Bundesebene, auch auf Landesebene und es sollen dann letztendlich in der endgültigen Planung auch die regionalen Behörden, also bis hin zur Gemeindeverwaltung, da die Möglichkeit haben, ein einheitliches Legitimationswerkzeug zu haben, dass ihr eure Behördengänge online erledigen könnt. Und es wird mit der Zukunft immer mehr werden. So. Und was habt ihr jetzt für Möglichkeiten, da euch zu legitimieren, dass ihr das wirklich hier das Konto erstellen könnt? Gehen wir mal auf Konto erstellen. Und zwar, euch werden drei Möglichkeiten angeboten. Ich überspringe mal ganz kurz die EU-Identität. Ihr habt die Möglichkeit mit dem Online-Ausweis. Und zwar habt ihr euren Personalausweis. Und wenn ihr die Rückseite eures Personalausweises anschaut, dann habt ihr hier oben ein kleines Symbol. Und wenn ihr das seht, dann ist euer Ausweis ja bereits mit einem kleinen Chip versehen, der das Ganze machen kann. Was ihr noch zusätzlich zu dem Ausweis braucht, ist ein Lesegerät. Und da bietet sich ein Smartphone, ein Handy an, das einen NFC-Chip hat. Hat das euer Handy einen? Nun, wenn ihr mit eurem Handy bezahlen könnt, so an die Kasse nah ran, und verschiedene Pay-Systeme da verwenden könnt, je nachdem, was ihr für ein Smartphone und was für ein Betriebssystem ihr habt, dann habt ihr eigentlich einen NFC-Chip drinnen. Aber es bietet euch auch hier die Bund-ID an, zu überprüfen. Also einmal Ausweis mit meinem Chip und einem dazugehörigen Lesegerät, ist eine Möglichkeit. Die zweite ist das Elster-Zertifikat. Einigen wird das sicherlich was sagen, und zwar Elster ist ja mein Online-Finanzamt und wer seine Lohnsteuer-Jahreserklärung zum Beispiel ausfüllt, der braucht
eine Möglichkeit, sich bei Elster anzumelden. Und da ist eben die am häufigsten genutzteste das Elster-Zertifikat. Das ist eine Datei, die ihr quasi bei der Anmeldung bei Elster mit angebt. Und genauso könnt ihr euch hier mit diesem Zertifikat ausweisen. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, Benutzername und Passwort. Und all diese drei haben unterschiedliche Sicherheitsstufen. Und rein Benutzername und Passwort bedeutet, ihr seid angemeldet, aber ihr könnt nur ganz grundlegende Basisfunktionen nutzen. Das ist eigentlich uninteressant. Deswegen zeige ich das gar nicht. Ja, da müsst ihr nur ein Konto erstellen, eure Daten angeben, Benutzername und Passwort festlegen und das war's. Wie bei so vielen anderen Anwendungen im Web auch. Das, womit ihr mehr machen könnt und das, was ihr eigentlich wollt, nämlich die Online-Behördengänge erledigen, da braucht ihr dann schon das Elster-Zertifikat oder den Online-Ausweis. Den Online-Ausweis zeige ich euch in einem separaten Video. Wir beginnen heute hier mal, wie ihr das Ganze mit dem Elster-Zertifikat erledigt. Zuvor möchte ich euch aber auch nochmal auf unsere Webseite hinweisen, auf www.bildnerverlag.de. Wenn ihr rund um den Computer weitere Hilfen sucht, zum Beispiel zu Microsoft Office oder auch zu Wirtschaft oder zum Beispiel aus Fotografie und Bildbearbeitung, schaut auf unsere Webseite, dort findet ihr zahlreiche Bücher und zu vielen könnt ihr euch auch Gratiskapitel herunterladen. Und mit etwas Glück könnt ihr auch ein Buch aus unserem Verlagsprogramm gewinnen. Dazu müsst ihr einfach nur einen Kommentar unter dem Video schreiben und schon nehmt ihr an der wöchentlichen Gewinnspielziehung teil. So, jetzt aber zurück, wie ich das Ganze mit meinem Elster-Zertifikat einrichte. Ja, was braucht ihr dazu? Ihr braucht das Elster-Zertifikat, das ist eine Datei, die ihr schon haben solltet, wenn ihr Elster nutzt. Und das dazugehörige Passwort, das solltet ihr auch wissen, denn sonst könnt ihr auch Elster nicht nutzen. Ja, und dann geht ihr auf die Seite id.bund.de, geht auf Konto einrichten, geht auf Elster-Zertifikat und hier unten auf Konto erstellen. So, dann willigt ihr noch ein zur Nutzung der personenbezogenen Daten. Weiter. Ja, und jetzt seht ihr, ihr könnt euch hier über Elster bei Bund-ID anmelden und es wird hier die Zertifikatsdatei verlangt. Das heißt, ihr geht hier mal auf Durchsuchen und solltet die auf eurem Rechner gespeichert haben. Ich suche die mir mal. So. Hier habe ich sie. Ja, jetzt habe ich hier meine Zertifikatsdatei und jetzt muss ich noch das dazugehörige Passwort eingeben. Und dann auf Login. So, solche Passwörter würde ich euch übrigens empfehlen, niemals zu speichern. Ja, und jetzt muss ich hier noch den Datenschutzbestimmungen bei Elster nochmal zustimmen. Da ganz nach unten blättern. Ich sage ja, ich möchte das Zertifikat auch für die anderen Dienste nutzen. Ich bestätige die Hinweise zum Datenschutz und dann könnt ihr auf Weiter klicken. So, jetzt seht ihr hier nochmal die Daten, die weitergegeben werden. Und ja, die haben wir hier ausgeblendet, damit ihr nicht all meine Daten seht. Und ihr müsst jetzt hier unten dann nur noch bestätigen und die Daten werden dann eben im Grunde von der Herkunft Finanzamt an das Bund-ID übergeben und somit eure Identität bestätigt. So, und jetzt seid ihr hier nochmal in der Angabe eurer persönlichen Daten. Die sind jetzt schon größtenteils ausgefüllt. Ihr müsst ein paar Sachen noch zusätzlich ergänzen, wie zum Beispiel hier die Anrede und ob ihr einen Doktorgrad habt und ein paar andere Daten. Überprüft die nochmal und dann klickt ihr auf Weiter. Dann könnt ihr noch zusätzliche Daten ergänzen, wie zum Beispiel eine Telefonnummer. Die müsst ihr nicht angeben, aber was ihr angeben müsst, ist eine E-Mail-Adresse. Ja, und da gebe ich jetzt natürlich meine E-Mail-Adresse an. Die müsst ihr nochmal wiederholen. Dann auf Weiter.
So, ihr erhaltet dann an die angegebene E-Mail-Adresse eine Verifizierungs-E-Mail, die müsst ihr bestätigen. Dann klickt ihr hier auf Jetzt Code erhalten. Dann wird die E-Mail gesendet. Und jetzt muss ich die E-Mail noch abrufen und den Code eingeben. Also, ich klicke hier in den Kasten, gebe meinen Code ein. Ja, meine E-Mail-Adresse wurde verifiziert. Dann nochmal weiter. Und im Grunde kann ich jetzt nochmal Kontodaten vergeben. Und zwar, ich kann hier einen Benutzernamen und ein Passwort angeben. Ihr müsst auch noch eine Sicherheitsfrage auswählen und dazu eine geheime Antwort. So, ich gebe auch mal schnell diese Daten ein. So. Ja, und dann kann ich hier auf Kontoerstellung abschließen klicken und das war's im Grunde. Mein Bund-ID-Konto wurde erfolgreich erstellt. Ja, auch hier das Passwort bitte niemals speichern. Ihr wollt ja ein gewisses Maß an Sicherheit haben. Ja, und jetzt ist es so, wenn ihr bei entsprechenden Behörden, die diese Anmeldung benutzen, eure Anträge ausfüllt und euch legitimieren müsst, dann müsst ihr, sobald ihr dazu aufgefordert werdet, eigentlich nur noch euer Bund-ID-Konto angeben und euch anmelden. Ja, und schon könnt ihr eure Anträge online ausfüllen und verschicken. Ja, das wäre es soweit gewesen. Wie gesagt, die zweite und eigentlich noch bessere Methode ist die mit Ausweis und einem entsprechenden Lesegerät wie eurem Smartphone. Die zeige ich euch in einem separaten Video. Also seid gespannt darauf und daher am besten Kanal abonnieren, damit ihr das Video nicht verpasst. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Bei Fragen ab damit in die Kommentare und ich freue mich natürlich auch über ein Like. Bis zum nächsten Mal. Ciao.